Moin Moin und willkommen zum Fastwochenende heute am Freitag. Und ja, Wetter ist ziemlich geil draußen, aber Spätschicht gleich. Ja, Gewicht fange ich gleich mal damit an und das sind unerfreuliche 108,5. Also wieder back to letzte Woche quasi. Da hatte ich ja auch schon mal 108,5. Also ein Plus von 300 Gramm. Weil ich schätze mal, wegen Kantinenfraß, sag ich es mal so. Ja, momentan in der Spätschichtzeit ist das echt blöde mit selber kochen, weil ich muss hier um ja, so 12:30 rum muss ich hier immer los und bin dann abends gegen 11 wieder zu Hause, also 11 Uhr nachts. Und da kann ich ja nichts kochen. Und morgens irgendwie zum Frühstück was Warmes kochen ist irgendwie ganz so schlimm ist das auch noch nicht bei mir, zumal mir da die Zeit fehlt. Ja, und deswegen habe ich jetzt morgens immer meinen Eimer geschlubbert und ja, auf der Arbeit dann in der Kantine um 18 Uhr, ja, je nachdem, belegte Brötchen meistens, weil ich habe irgendwie, ja, keine Lust, mich da immer in die Schlange zu stellen für eine warme Mahlzeit. Und außerdem ist mir die auch, ja, es klingt wieder blöd, ne? Die ist mir zu teuer. So ein belegtes Brötchen kostet irgendwie 1,10 € oder maximal 1,20 €. Und dann hole ich mir da zwei Stück von und fertig. Habe ich halt ein Käsebrötchen und ein Wurstbrötchen oder sowas. Ja, so. Deswegen, also eigentlich von der Kalorienzufuhr müsste ich ziemlich gut dastehen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt zugenommen habe. Die Hose rutscht weiterhin. Vielleicht ist es ja die zusätzliche Bewegung. Mag sein, man weiß es nicht. Oder Wassereinlagerung oder whatever. Keine Ahnung. Mal sehen, wie es dann nächste Woche wird, wenn ich wieder Frühschicht habe. Das fand ich. Also abgesehen vom Aufstehen um 4 Uhr nachts, fand ich das angenehmer, wenn man dann ja, so nachmittags zu Hause war und konnte sich da dann sein Essen selber brutzeln. Das fand ich irgendwie schon besser, ja, planbar, besser ausführbar auf jeden Fall. Ja, dann komme ich jetzt mal zu den Fragen, weil ich auch bald los muss. Deswegen muss ich mich beeilen, weil die langen Videos, die brauchen immer so 2 Stunden zum Hochladen. Lasst mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, Vollkorngate, genau, das trifft es beim Namen. Das muss ich meiner Mutter mal sagen. Das ist gut. Ja, normale Nudeln mit Vollkornnudeln. Ich habe bisher immer noch keine Nudeln probiert wieder. Oder beziehungsweise keinen Vollkornkram. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Eventuell nach dieser ganzen Arbeitszeit, also das wäre dann in 2 Wochen, also jetzt noch die kommenden 2 Wochen und danach ist ja der Umzug angesagt. Da wird es wahrscheinlich auch wieder stressig. Ach, Mann, Mann, Mann. Momentan ist echt eine blöde Zeit zum Abnehmen. Aber man muss das ja irgendwie in den Alltag integrieren. Das ist ja die Kunst der ganzen Geschichte. So, große Mengen einfrieren, ja, mache ich nicht. Sollte ich mal machen. Bei mir, fällt mir gerade ein, eine andere Sache, ich esse nicht nur viel, ich esse auch schnell. Und das schnell, das kommt wahrscheinlich von, da gebe ich jetzt mal meinem Vater die Schuld. Ja, so bin ich. Weil der nämlich damals, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, wenn wir am Esstisch gesessen haben als kleine Familie und haben gefuttert, dann hat er halt normal gegessen. Und wenn er fertig war, hat er gesagt, erster. So, und irgendwann ist dann daraus so ein kleiner Wettbewerb geworden. So, ich als kleiner, weiß nicht, 6-, 7-Jähriger, habe dann natürlich nachgeeifert und wollte schneller sein. Und ich kann mir denken, dass das daher kommt, dass ich relativ fix esse und beim Essen auch nicht drüber nachdenke, was ich esse. Also quasi Stichwort genießen und sowas, ne? Das könnte ein, ja, ein Auslöser von vielen gewesen sein. Tschu. So, was haben wir hier noch? Da, 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 da. Da, da, da. Ja, Kidneybohnen mag ich auch gerne. Habe ich aber gar nicht mehr zu Hause. Muss ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich heute noch, vielleicht schaffe ich das heute noch vor der Arbeit einzukaufen.
Oder gehe ich morgen, Samstag? Mal gucken. Samstag ist immer so voll beim Einkaufen. Salat, genau. Den fertig geschnittenen, im Kühlregal gewaschenen Tütensalat, den finde ich irgendwie, ich weiß nicht, der ist mir irgendwie suspekt. Meistens sind da so braune Ohren dran an den Salatblättern oder Frösche drin oder Schlangen oder sowas, was man so alles in den Medien hört, sieht und liest. Und ich habe schon mal so einen Testbericht gesehen darüber, dass diese Fertigsalate gar nicht so gut sein sollen. Ich weiß jetzt nicht mehr warum. Das hat sich aber irgendwie in mein Hirn gemeißelt und irgendwie meide ich die seitdem. Ich weiß nicht, wenn man die, ja, wenn man sich die nochmal zu Hause auseinanderrupft und schön wäscht, ich denke mal, dann sollte das auch okay sein. Ansonsten, ich mache mir meistens keinen Salat im Sinne von Salatblättern-Salat, sondern eher so ein Tomate, Gurke, Paprika, Mozzarella-Salat-Ding. Manchmal mit Thunfisch dabei. Ja, genau. Ah, Stichwort Thunfisch ist ja auch, wurde ja auch geschrieben. Wen es wundert, ich lese es übrigens gerade aus dem Forum. Der Link ist in der Beschreibung. Thunfisch im eigenen Saft habe ich auch immer da für alle Fälle. Entweder wenn ich Hunger habe oder die Katzen, die finden die nämlich total geil. Oh, geräucherter Heilbutt hatten wir früher auch mit Muddern. Der ist lecker, aber man kann auch nicht so viel davon essen. Also da ist man dann, da hat man dann schnell genug und dann kann man auch für Monate nicht mehr nichts mehr davon runterkriegen. Nun. Ach so, hier war noch was zu dem Salat mit diese Soßen und so, hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen. Salatsoßen nehme ich eigentlich gar nicht. Also immer nur Essig, Öl, Soja, Selbstmachtdressing und ein paar Kräuter reingefröselt. Sollte ich vielleicht mal probieren, so eine Soße. Weiß nicht. Ist halt wieder die Aversion meiner Mutter gewesen, dass die überhaupt keine Fertigsoßen da ins Haus hat kommen lassen. So, Radfahren. Ich habe tatsächlich kein Kellerabteil. Ist so. Meine Bude ist voll und nicht sehr groß. Mein Auto blockiert den kompletten Parkplatz. Also die sind wirklich sehr eng hier. Und also meinen Tiefgaragenstellplatz. Und Kellerabteil habe ich leider nicht. Deswegen ich hatte mein Fahrrad mit hergenommen, aber habe das dann meinen Eltern mitgegeben, dass die das unterstellen sollen bei sich im Schuppen, weil ich echt keinen Platz hier habe. Vielleicht wird sich das erinnern, wenn ich dann in Kölle wohne. Kölle. Habe ich das eigentlich schon erwähnt, dass ich nach. Dass ich umziehe, ja, aber nicht, dass ich nach Köln umziehe. Kölner Gegend halt. So, Katzen-Kleintierhaltung, ja. Wo man anfragt, da heißt es dann meistens, nee, eine Katze, wenn sie schon halb tot ist und den ganzen Tag nichts macht und nur liegt, ist das okay, vielleicht. Ja, wenn die wüssten, was ich für bekloppte Viecher habe, dann. Naja, aber ich will es eigentlich auch nicht drauf ankommen lassen. Also ich habe ja zwei Katzen und deswegen, da schaltet es bei den meisten dann schon auf Tilt und die sagen, na, zwei, nein, zwei geht gar nicht. Deswegen, ja, weitersuchen. Habe übrigens immer noch keine Wohnung gefunden. Ja, da hinten steht ein Teleskop, genau. Ich war mal relativ in Astronomie und, also relativ in Astronomie, das hört sich irgendwie komisch an, also sehr interessiert in Astronomie und so. Und das Ding hatte ich irgendwie für 20 Euro geschossen irgendwo und das funktioniert irgendwie gar nicht. Deswegen steht es jetzt da und sieht cool aus. Wow. Jeder braucht ein Teleskop. So, das war der erste Kommentar. Dann kommt der zweite. Ja, dieses Fast Food, gesund Fast Food. Das klingt gut, was du da geschrieben hast. Klingt lecker. Ich kann das ja mal schnell vorlesen für die Leute, die das nicht gelesen haben. Zwei Vollkornbrötchen. Scharf angebratene Hühnerbrust drauf, Tomaten, Zwiebeln, Salat und Senf und Soße und alles draufknallen und essen. Klingt lecker, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall auch mal was. Das könnte ich vielleicht nächste Woche mir dann mal kaufen, die Zutaten, und dann
übernächste Woche zur Spätschicht immer mitnehmen. Dann, ja, Mist, jetzt habe ich da voll Hunger drauf. Naja, mein Eimer ist schon weg. Vielleicht fahre ich nachher noch. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, vielleicht fahre ich noch einkaufen gleich. Vor der Arbeit schnell irgendwas zum Essen kaufen, dass ich da nicht wieder, obwohl. Sind ja auch. Na, Vollkornbrötchen haben sie da nicht in der Kantine, aber halt Körnerbrötchen. Die sollen ja auch nicht so gut sein. Das ist ja irgendwie nur mit Malz irgendwie gefärbt, habe ich gehört, gelesen, wie auch immer. Und die dunklen Brötchen, also Weltmeister und sowas alles, und die sind eigentlich gar nicht gesünder als normale Brötchen. Die tun nur so. Verkaufsargument halt. Ja, was haben wir denn hier? Zeit, ja, Zeit ist im Rahmen. Dann schmeiße ich das Video jetzt hoch und bin gespannt, was dann die Waage am Dienstag sagt. Am Wochenende werde ich ja ein bisschen Zeit haben wieder, oder ja, ein bisschen Zeit haben zum selber machen und nicht so gestresst sein und sowas alles. Weil momentan ist es echt ein bisschen, ja, ein bisschen stressig mit Studium, Umzug und Arbeit und Abnehmen. Ja, Abnehmen. Abnehmen ist immer scheiße. Ja. So, das war's. Habe ich noch irgendwas? Habe ich noch was? Habe ich noch? Habe ich nicht? Nö, habe ich nicht. So, ja, ich muss jetzt duschen gehen und dann geht das auch schon los. Und euch ein schönes Wochenende schon mal. Jetzt von mir, für euch, bei dem schönen Wetter. Ich hoffe mal, das bleibt so schön. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ne? Also dann, macht's gut und tschüss.